Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sitzen hier am Rheinufer. Der Martin trinkt ein Wasser und ich esse ein Eis. Ja. Dass wir uns mühsam erkämpft haben, das Eis übrigens. Und schon wieder bin ich rumgekommen, eine Einleitung zu machen. Wunderbar. Ja. Vielleicht habt ihr unseren Gast heute schon an der Stimme erkannt. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Camillo von Don Caruso Barbecue. Ja, der Martin hat mich gefragt, ob wir heute ein bisschen mal über das Grillen reden. Da habe ich mir gedacht, machen wir doch gleich. Ja, und ich dachte mir, wir laden uns auch mal einen Blogger ein. Dass er also jemand, also was heißt Blogger, aber jemand, ein Grillprofi, der auch bloggt. Ne? Und der uns darüber einiges erzählen kann. Camillo, ist das dein richtiger Name oder heißt du Don Camillo oder Don Caruso? Was ist da los? Wenn ich das wüsste. Also, alle nennen mich Camillo, aber ich wirklich heiße, werde ich nicht verraten. In den Akten steht nämlich was anderes. Aber irgendwann mal in der Grundschule ist Caruso dazugekommen, also haben irgendwie alle Caruso zu mir gesagt und das ist irgendwie so die ganze Zeit hängen geblieben. Irgendwann kam noch das Don dazu. Ja, und da, als ich dann einen Namen für den Blog gesucht habe, ist es dann irgendwie dazu gekommen, dass ich gesagt habe, nehmen wir das doch. Also ich höre auf alles. Also auch auf Video. Deine genaue Adresse von deinem Blog heißt dann Don Caruso. Don-Caruso-barbecue.de. So könnt ihr den Jungen finden. Gibt es noch woanders irgendwelche anderen sozialen Kanäle? Was benutzt du da? Facebook, auch unter Don Caruso Barbecue. Und das war's eigentlich. Ja, doch, Instagram ist noch ein bisschen, aber das ist so eine Ergänzung zu den beiden Sachen. Allerdings sind da oft die cooleren Fotos, die man aussagen. Das kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, Camillo, wie sollen wir hier einsteigen? Ich glaube, du musst erstmal erklären, wie du überhaupt zum Grillen gekommen bist. Hier nicht auf meine Fragen spinsen, ne? Wie ich zum Grillen. Erzähl doch mal. Ja, zum Grillen gekommen. Also wir haben schon immer gern gegrillt. Was heißt schon immer? Also seitdem du klein warst? Also ja, also immer Feuer machen, ne? Der kleine Pyroman in einen. Halt noch mit Opa, weiß ich ganz genau, mit Opa, wenn wir noch also frische Wurst und so weiter. Mein Opa hat noch vom Walnussbaum bzw. vom Nussbaum ganz normal Äste abgeschnitten. Da haben wir wirklich die Wurst drauf aufgespießt und über offenen Flammen gegrillt. Das sind so die ersten Erinnerungen, die ich ans Grillen habe. Das ist so deine Grill-DNA quasi, die wurde genau, in die Wiege gelegt. Genau. Und das hat immer Spaß gemacht und war immer geil. Und irgendwann mal habe ich eine Wohnung gefunden mit Garten. Und dann gab es dann diesen riesen Sommer, wo der Rhein fast ausgetrocknet ist. So, das war, sag ich mal, 2001 oder 2002 oder 2003. War Bombensommer. Und in diesem Sommer haben wir fast die ganze Zeit nur gegrillt mit Kumpels und sonst was. Und irgendwann mal hatte ich keinen Bock mehr auf diese Nackensteaks, auf das und jenes. Und ja, dann habe ich mir einfach mal den ersten Kugelgrill geholt von Weber. Und da weiß ich noch, da gab es in Leverkusen einen einzigen Laden, der die Dinger hatte. Auch in Köln gab es, also die nächste Adresse war irgendwo in Köln. Ich habe damals bei Google irgendwie nur zwei, drei Adressen rausgefunden, die quasi einen Weber-Grill hatten. Ja, und dann habe ich mir so einen Kugelgrill geholt. Gab riesen Theater zu Hause. Ich glaube 250 Euro für einen Grill. Das hat meine damalige Frau, also die Ex-Frau mittlerweile, nicht verstanden. Und ja, irgendwann mal war es gar kein Problem, egal was ich gekauft habe. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wären 250 Euro für einen Grill bei dir wahrscheinlich das geringere Problem. Ja, definitiv. Ja. Also, jetzt kennt man dich natürlich nicht nur von den Blogs, aber auch von den Meisterschaften. Mhm. Wie kam es dann so vom privaten Grill mit der Kugel zur ersten Meisterschaft? Was lag dazwischen oder so? Was für eine Entwicklung hat da stattgefunden? Ja, ich habe natürlich mal ein bisschen im Internet geforscht und geguckt, was es da so alles gibt. Und damals waren ja noch, wo ich angefangen habe, zwischen 2003 und 2006, gab es halt ein großes Forum, den Grillsportverein. Da habe ich mich angemeldet, habe mich dann aber nach einer gewissen Zeit davon verabschiedet und halt was Neues gemacht mit ein paar Leuten, und zwar das Forum Mein Barbecue.net. Ja, und dann da hat man sich drüber ausgetauscht und ein paar Sachen gemacht, und irgendwann mal gab es halt ein Offline-Treffen, das der Thomas Brinkmann organisiert hat.
von Barbecue Scout, der hat quasi damals seinen Laden aufgemacht. Und ja, das war das erste inoffizielle Offline-Treffen von diesem Forum. Und da haben wir total betrunken beschlossen, wir nehmen mal an einer Meisterschaft teil. Ja. Gab es denn schon in Deutschland eine Meisterschaft? Da gab es die schon. Schon einige Jahre. Wir haben uns das damals so angeguckt und haben festgestellt, das, was wir können, das, was die da machen, können wir alle auch. Ja, und das hatten wir halt nicht so lange laut sagen sollen, weil dann kam dann quasi einfach die Nachricht, ja, ich habe uns mal angemeldet für die nächste deutsche Meisterschaft. Ja, direkt mal ganz, also richtig losgelegt, ja. Genau, genau. Ja, dann haben wir mal gemacht. Und die war dann in Gronau und die haben wir auch auf Anhieb gewonnen. Also bei einer Amateur. War ganz cool. Also quasi warst du deutscher Amateurmeister. 2007 war das, meine ich. Ja. Dann, ja genau, war 2007. Dann 2008 haben wir das Ganze wiederholt. Das war in Monheim, haben nochmal den ersten Platz gemacht. Gekrönt wurde 2008 durch die Spaßteilnahme an der WM in Belgien. Die haben wir auch mal als Gesamtsieger abgeschnitten. Also die haben wir auch gewonnen. Wie geht das? Also deine erste Meisterschaft 2007 und dann direkt die Meisterschaft, Weltmeisterschaft ja. Für euch entschieden. Ja. 2008. Ja, was ist dazwischen passiert, dass es so kam? Also wir haben alle halt gern gegrillt, ne? Das waren sehr viele Leute waren im Team. Zum Beispiel Marco vom Don Markus Barbecue, der jetzt die vielen Gewürze macht und so weiter. Marco ist die einzige Person, von der ich behaupte, dass er besser grillen kann als ich. Ja, also er ist extrem gut, hat auch wirklich sehr, sehr viel Ahnung von der ganzen Materie. Sieht man auch an seinen Gewürzen, die sind alle Spitzenklasse. Und ja, wir haben einfach drauf losgelegt. Ne? Unser Motto war immer, mach was Cooles, mach was Einfaches, was die Leute überrascht. Ne? Also es muss halt immer, die Leute müssen vor diesem Gericht sitzen und sich denken, Alter, warum bin ich nicht drauf gekommen? Ne? Das ist so ja. Einfach, aber so geil. Ne? Und das ist halt dieses Geheimnis. Jeder, ja. Du musst etwas halt aus dem Teller haben, was du kennst, aber so noch nie gegessen hast und davon geflasht sein. Ja, das sind aber wieder so irgendwie welche Infos. Ich bin ja auch seit 3-4 Jahren so in der Grillszene irgendwie mit dabei. Was ganz, ganz viele Menschen, also da, ich glaube, die letzten 3-4 Jahre ist ja der Hype so entstanden, was ganz viele Leute halt nicht mitkriegen, was war davor und so. Und sie denken so, ja, jetzt bin ich hier und was passiert ist, interessiert mich gar nicht. Die haben zwar dann von Don Marco Barbecue hier Gewürzen und so schon gehört und so, aber was dahinter steckt, welche Historie, ne, das kriegt man dann nicht so schnell nochmal mit, ne? Ja, also das die Entwicklung der letzten Jahre ist echt extrem, ne? Also das ist ja, also es wird von Jahr zu Jahr mehr und ich denke mir so jedes Mal, ey, das muss jetzt aufhören und das hört nicht auf, ne? Das ist das Krasse. Also ich weiß nicht, ne? Also es ist halt sehr positiv, weil das Grillen an sich eine richtig geile Sache ist, ne? Also Grillen, Barbecue, das ist einfach wer grillt, muss halt ein guter Mensch sein, so gesehen, ne? Und ja. Das ist halt immer zusammen mit Freunden, mit der Familie zusammensitzen, einen schönen Abend haben. Und da ist sogar das Essen zweitrangig. Grillen ist ja eigentlich das Event an sich. Ne? Und ich muss einmal gucken, ich habe immer Angst. Ich mache heute Aufnahme ja. Übers iPhone, dass das nicht weiterläuft. Aber es läuft. Okay. Macht euch keine Gedanken. Okay. Alles ja. Gut. Und das ist halt was Cooles. Und klar, also es ist halt positiv, du bekommst jetzt eine Menge Zubehör, die Leute sind bereit, mehr Geld für Grills auszugeben. Was auch für mich natürlich ein Vorteil ist, ne? Wenn der Markt da ist, muss ich Sachen nicht aus den USA importieren. Ich habe mal Gewürze in den USA bestellt. Das war mal so. Du hast die Sachen nicht bekommen, ne? Also Wraps oder genau. Diese Zubehörsachen auch, oder? Zubehör und Wraps, ne? Also ich habe wirklich auch meine Wraps im März bestellt und hatte die dann Ende April. Okay. Ja, ja. Das, wenn ich das heute jemand erzähle, sagt er, was? Ja, vor allem gibt's ja jetzt heute im Grillsportverein so eine riesen Bibliothek zum Beispiel. Also das oder eben halt mega viele Rub-Shops auch inzwischen, ne? Wo man sich sowas machen lässt. Weiß ich nicht. Also das letzte Mal, wo ich im Grillsportverein reingeguckt habe, ist Jahre her. Also wir sind nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen. Muss ja nicht jeder. Nee. Ja. Aber es sind viele gute Leute dabei, die auch tolle Sachen machen, die ich über Facebook verfolge. Und ist halt wichtig, ne? Es ist leider so, dass halt die ganze Forenszene ein bisschen abgenommen hat und sich das Ganze mehr zum Facebook verlagert hat. Ja, das merkt man durch diese ganzen Facebook-Gruppen, die es so heutzutage gibt. Bist du da auch aktiv oder postest da mal deine Beiträge oder was findet man von dir dort? Also ich
teile auch, ich bin in vielen Gruppen aktiv. Allerdings schreibe ich da nicht so oft, weil ja, also es ist manchmal schwierig, da die richtige Wortwahl zu finden, ohne dass sich da irgendjemand. Ja, du bist ein Mann der direkten Worte, ne? an Schlips getreten fühlt, ne? Wenn etwas verbrannt ist, dann ist es verbrannt. Und da sind dann auch keine Röstaromen. Ja, und sind das von uns poppende Enten? Das sind von uns poppende Enten. Das sind weggeflogen, fein inspiriert. Ist ja ein Ding. Wir sitzen hier übrigens wunderschön direkt am Rhein. Der Camillo war gerade bei uns in der fetten Kuh essen. Dann haben wir uns einen schönen lecker Eis geholt und sitzen jetzt am Rhein und genießen die Aussicht während des Podcasts. Das ist ja auch mal schön. Ja, es ist was Wunderschönes. Einen Tag nach dem Derby-Sieg hier zu sitzen und sich zu denken, ja. Yeah. Wie Derby-Sieg, Schalke und Dortmund haben unentschieden gespielt. Nein. Der großartige Bayer 04 Leverkusen hat gegen die ewigen Zweiten aus der Rheinstadt mit dem Dom. Jetzt wechseln wir was. Ja, im Derby vielleicht die ewigen Zweiten, aber die Vizekusen hat ja seinen Namen nicht zu Unrecht. Ja, du, wenn du Zweiter bist, stehen immer noch 16 andere hinter dir. So ist das. Fluch und Segen. Ja, Fluch und Segen, genau. Ja, das waren die Worte. So, na, wo sind wir stehen geblieben? Ja, wir waren stehen geblieben bei Grillforen auf Facebook. Ja, also da teile ich schon meine Beiträge und meistens schreibe ich auch was zu, aber manchmal macht das bei einigen Leuten einfach gar keinen Sinn. Ne? Also ist halt so. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also du warst ja erfolgreicher Teilnehmer vom deutschen Meisterschaft, von Grillmeisterschaften, hast dann immer weiter darauf aufgebaut, mehr Meisterschaften zu machen und da deinen Erfolg zu suchen, oder hast du dir gedacht, ich drehe jetzt kürzer und mache jetzt nur noch ein paar kleine Sachen. Weil jetzt, heutzutage, bist ja kein großes Team mehr quasi dabei, wo du an Weltmeisterschaften oder sowas teilnimmst? Oder nur Deutsch? Nee, das nicht. Aber das liegt eigentlich daran, also ich habe irgendwann mal mit meinem alten Team, bei den TB und Barbecue Scouts, das waren unterschiedliche Ansichten, was das Ganze angeht. Da haben wir uns getrennt und habe gesagt, ich gehe meine Wege. Ich habe darauf keine Lust mehr. Dieses ganze Shishi-Kochen auf den Meisterschaften, die halt so in Europa üblich sind, das ist einfach, also ich kann das alles, ich mache das alles, ich habe da auch Bock drauf, aber so mein Herz, das schlägt doch für das reine Barbecue, ne? Und da habe ich mit mit Steve und Hans-Peter, beides Norwegern, habe ich die European All-Star, das European All-Star Barbecue Team gegründet. Und sind einfach mal spontan in die USA geflogen. Ja, zum Jack Daniels Barbecue. Haben uns da einen Startplatz besorgt und ja, da sind wir da einfach mal runter und haben teilgenommen. Von welchem Jahr sprechen wir da? Das war 2010, meine ich. Ja. Hat dann Spaß gemacht. War ganz coole Nummer. Und das haben wir ein bisschen halt weiter ausgebaut. Haben damals noch den Ralph aus Holland dazugenommen und Johnny aus Dänemark und den Dirk aus Holland noch dazu. Ja, und damit bin ich auch so anderthalb Jahre rumgereist und alles mitgemacht und getan. Wobei ich dann auch irgendwann mal gesagt habe, das funktioniert einfach nicht, weil das ist, ja, einfach mal nach Training rüber nach Norwegen, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ne? Ja, das ist schwierig, wenn du sagst, wir sind ein wir müssen was ausprobieren All-Star-Team, ne? Ja, das ist. Kannst du ja eigentlich fast nur schreiben und ja. Genau, es ist halt schwierig, ne? Außerdem, ja, da waren auch so ein bisschen unterschiedliche Einsichten, was das Ganze angeht. Ich wollte reines Barbecue machen, irgendwann mal wollten die Jungs auch was anderes machen und. Ja. Nee, aber das ist aber, also es ist kein böses Blut, das ist einfach nur, ich mache jetzt zusammen was mit Marco, also auch von den TB und Barbecue Scouts. Marco hat da auch irgendwann mal aufgehört und macht jetzt quasi halt nur mit seinen Gewürzen und sonst was. Der hat aber auch sein eigenes Team gehabt, oder? War das so? Wir waren gemeinsam, das war dieses eine Team. TV and the Barbecue Scouts. Das aber es gab doch mal ein Don Marco Team, oder nicht? Ja, das gibt es ja und da bin ich ja auch drin. Ja, genau. Also da haben wir ja mal gegeneinander quasi angetrieben. Nee. Nein, da haben wir nicht. Vor drei Jahren? Das war hier das. Das war die Bergische Meisterschaft. Ja, das war die letzte und die vorletzte. Genau, aber das war mit den Jungs vom Fußball, mit dem Vikings Barbecue. Da haben wir auch mit Ach so, bei den Vikings, ja, wo genau, auch der Alex dabei ist. Genau. Okay.
Da haben wir in Bierlaune nach einem 4:0-Sieg gegen Nürnberg haben wir gesagt, wir machen das jetzt auch mal. Und dafür, dass wir quasi das 3 Wochen vorher gesagt haben und gemacht haben und dann direkt den 4. oder 5. Platz gemacht haben, war auch geil. Ja. Du warst besser, glaube ich. Du willst es doch sagen, du warst besser. Wir haben auch nicht trainiert, ey. Nein, nein, ach so, okay. Nee, das wollte ich nicht sagen. Nein, aber Bergische Barbecue gibt's halt, Meisterschaft gibt's irgendwie anscheinend nicht mehr, ne? Nee, das ist das Negerschen. Ja, gibt's nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. War eigentlich eine richtig schöne Veranstaltung. Ja, so sehr familiär, trotzdem groß, anerkannt irgendwie. Ja. Ne? Das war ja damals noch so die zweitwichtigste in Deutschland, ne? Vor 4, 5 Jahren. Ja. Jetzt gibt's ja jede Menge Meisterschaften. Viele, die einfach von der die Bergische Meisterschaft kopiert haben. Das sieht man ja, mega. Ja. Ja. War sehr schön. Ich habe ja immer gesagt, wenn nehme ich nur noch daran teil, ich habe keinen Bock auf irgendwas anderes. Seitdem kann ich mich darauf ausruhen, dass ich nirgendwo mehr dran teilnehme. Ja, wer weiß. Vielleicht hat noch jemand Bock, das wieder zu überleben. Ja, das würde mich sehr freuen. Wobei, dieses Jahr gibt es auch in Köln bei Santos eine Meisterschaft, ne? Diese Jack Rips oder so? Rips? Jack's Rips? Irgendwas. Die gab es letztes Jahr. Ich weiß aber nicht, dieses Jahr gibt es die auch wieder. Echt? Ja, ja, ich hab jetzt die Planung. Also ich bin da auch und helfe da beim Grillen. Da kann man dich erleben, ja, bei Santos. Genau, genau. Aber ich werde da jetzt nicht wirklich grillen. Also jetzt auf Meisterschaftsniveau. Ein Weltmeister zum Anfassen. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Ja, also, es muss ja Spaß machen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Wenn du sagst, das muss ja Spaß machen, ne? Um mal so eine Brücke zu schlagen, du bloggst ja auch gerne, oder? Ja. Das hat also wie ist das gekommen, einfach um die Erinnerung festzuhalten für genau, dich? Also ich glaube, ich habe 2008 oder 2009 damit angefangen. Damit habe ich, glaube ich, den ältesten deutschsprachigen Grill- und Barbecue-Blog überhaupt, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich kenne keinen, der jetzt älter ist. Also, ja, also glaube ich, das hat für mich angefangen einfach, weil die Leute, also im Forum war so, nicht jeder ist halt in einem Forum angemeldet und das haben viele aus dem Freundeskreis gefragt immer, ja, was hast du gemacht? Ja, guck da und da rein und das konnten die halt nicht, ne? Ja. Und weil es halt nur für Member offen war. So, und deshalb habe ich halt den Blog aufgemacht, habe einen zwei Text dazu geschrieben und dann einfach die Sachen dann hochgeladen. Ja, so ging das halt über Jahre. Das war eher so ein kleines Ding für mich und auch für meine Freunde und Bekannte. Ja, und irgendwann mal wurde es mehr. Wurde es ein bisschen mehr. Und jetzt machst du ja auch teilweise dann auch Blogger, Veranstaltungen. Was heißt Veranstaltungen? Oder du nimmst die anderen Blogger mit so ein bisschen an die Hand und machst dann gemeinsam was mit denen. Ja, ich finde das halt cool. Ich kenne halt viel, mittlerweile hat sich da so eine kleine Gemeinschaft rausgebildet. Und uns interessiert ja alle da irgendwo das Essen. Ne? Wir haben alle Spaß dran. Und ich finde halt so ein, wenn man mit mehreren Leuten zusammen irgendetwas macht, hat es für alle einen Vorteil. Ne? Du hast dann halt jemanden, so zum Beispiel diese Spurger-Geschichte, der Hersteller, der nimmt sich da wirklich Zeit für dich, weil er dann auf einen Schlag so 10 Leute hat, denen du quasi seine neuen Produkte vorstellen kannst. Und du hast auch dann auch wirklich jemanden, der dir die Produkte erklärt. Ne? Und du stehst zwar davor, denkst dir so, was hat er sich jetzt dabei gedacht, so und so. Aber natürlich, wenn da jetzt 10 Blogger einzeln auf den Stand kommen und erklär dir den mal, da hat kein Hersteller das Personal für den, den abzustellen. Ist, ne? Erstmal anstrengend, dann die ganzen Termine machen und genau. So. Ja, da haben alle was von, ne? Also so dann alle lieber alle auf einen Schlag, sonst was und hat eine coole Nummer, lernt sich da auch kennen und kann auch andere Sachen machen, ne? Zum Beispiel, daraus ist ja auch diese Ubif-Geschichte entstanden, wo wir bei Ubif waren mit etlichen Leuten. Ja, jetzt, also sind noch, mal gucken, also ein, zwei andere Sachen mit Bierherstellern, eventuell mal so eine Brauerei anschauen und so weiter. Ist auch grob geplant. Auch nicht verkehrt, ja. Und da schauen wir mal. Sehr cool. So, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Sprich. So, über Bloggen, wolltest du da noch was erzählen? Sonst wechseln wir einfach. Ist hart das Thema über ohne Umleitung und Übergängen. Bloggen, ja. Ja. Also wie gesagt, in Bloggen ist aber auch, also so, ja, ich weiß nicht, ob es die richtige Stelle ist, aber es gibt viele Blogger heutzutage und was mich so persönlich wirklich stört ist und so weiter, die ganzen Leute, die hoffen, die machen einen Blog auf und denken sich, die bekommen alles auf die Terrasse gestellt. Ne? Ah. Also viele haben diesen Eindruck und beziehungsweise jeder Grill, der bei mir im Garten steht, der ist nicht geschenkt. Die sind alle bezahlt, von mir bezahlt. Einfach aus dem Grund, wenn ich die bezahle, bin ich niemandem was schuldig. Kann er was von mir was verlangen. Und das vergessen auch viele Leute. Ne? Ich bin auch nicht an einen Hersteller gebunden. Ich habe bei mir 4 oder 5 Hersteller im Garten stehen.
Und ich arbeite mit den Sachen, die ich geil finde. Und genau, das ist mir wichtig, ne, da unabhängig zu sein. Klar habe ich meine Vorlieben, wie zum Beispiel Napoleon oder so, aber so ein Gaskill mit Sizzle Zone ist das Beste, was es gibt, ne? Also, klar, es gibt kann andere. Kann ich mir vorstellen, klar. Ne, ja. Aber das ist halt so eine persönliche Vorliebe. Das hat nichts damit zu tun, dass die mir jeden Monat 10.000 Euro aufs Konto überweisen. Ich meine, könnten die machen, aber. Ich habe mit mehr gerechnet. Ja, könnten die machen, machen soll aber leider nicht. Ne? Ja. Es ist so wie bei mir ein Weber. Ich bin schon so ein kleiner Weber-Fanboy, muss man sagen. Ja, ich finde die auch geil. Ne? Also, na, ich habe aber halt auch keinen Platz, mir einen großen Gasgrill hinzustellen. Ja. Und für mich ist immer so die Kugel das Ding, was ich gerne mitnehme. Ja, und es ist halt super Allround-Gerät. Ne? Die Kugel ist auch meiner Meinung nach der beste Kugelgrill, den es auf dem Markt gibt. Und die Dinger sind einfach geil. Die sind also es gibt keinen Hersteller, der einen besseren Kugelgrill baut als Weber. Ja, und für Einsteiger ist das immer genau das Richtige. Ne? Genau. Du kannst dich erstmal ausprobieren. Du kannst alle möglichen Arten machen. Und ja, irgendwie bin ich da irgendwie hängen geblieben dran. Ich habe jetzt inzwischen zwei Kugeln. Das, ja, das sollte ja ganz gut sein. Das ist nicht schlimm, ne? Also die Menge an Zubehör und so weiter ist riesig. Ja. Was hältst du eigentlich von der neuen Kugel, die da jetzt rausgekommen ist? Ja, die neue Kugel, also ich blick da noch nicht ganz durch, ehrlich gesagt. Warum da genau das Richtige zu sagen, muss man das Ding ohne Scheiß einmal wirklich, glaube ich, angeguckt haben. Also ich will halt irgendwie nichts Schlechtes sagen oder zu teuer drüber wettern. Das ist auch eine ganz andere Marktpositionierung. Aber es wird verdammt schwierig für diese Kugel. Es wird nicht den Massenmarkt erreichen. Es wird auch, man sieht ja öfter mal Keramikeier irgendwo bei jemandem im Garten stehen und so. Das wird mit der Kugel nicht passieren, glaube ich, ganz ehrlich. Ja, ich will mir die unbedingt mal gerne angucken. Also bin ich schon ganz heiß drauf, aber das ist jetzt Leute, wie viel soll die kosten? 2000 Euro? Die kleine Version so um 2000 kosten die großen noch mehr. Ist schon hart. Auch für mich als also, Kugelgrill-Fan schwer zu verstehen. Aber es gibt bestimmt Argumente. Und ich glaube, das ist noch nicht so richtig kommuniziert. Es gibt viele Leute, die da schon in den Foren richtig abgehatet haben. Wir haben ja auch gepostet, dass das Ding da ist. Wir haben eine Pressemitteilung bekommen. Und aus der Pressemitteilung haben wir die Infos genommen und die Bilder, weil das stand uns zur Verfügung. Und dann hieß es direkt, wir schreiben ab und klauen Bilder in den Foren. So mega trollmäßig. Ja. Ne, aber wenn keiner irgendwas drüber schreibt, dann beschweren sich die Leute auf. Oder ja. Dann erfährt man auch nichts. Naja, also ich muss das Ding auch mal sehen. Ich hoffe, ich bekomme mal irgendwo mal die Gelegenheit dazu. Ne? Ja. Wink an die Weber-Zentrale in Deutschland. Ich hab ja schon mal angefunkt. Wir kommen vorbei und gucken uns das Ding an, oder? Ich hab ja gesagt, ich hol die gerne auch ab und stell die einmal beim Meetup hin. Und dann können da mal 20, 30 Leute einfach mal mit arbeiten und sich davon überzeugen. Als ob ich da einen dran lasse. Nee, von der Idee, von der Technik her und so was, ist cool gemacht. Da bin ich auch mal gespannt, wie das Temperaturverhalten ist. Ich möchte damit auch unbedingt mal arbeiten. Der Preis ist ambitioniert, das muss man schon sagen. Allerdings ist es halt so eine Limited Edition, zumindest in Deutschland. Ah, okay, und, das wusste ich gar nicht. Ne, und nur 2000 Stück, meine ich. Und ja, wir werden sehen. Also ich bin mal gespannt. Ja, also man weiß ja auch nicht wirklich viel. Nee. Also klar hat man ein Video gesehen und das war's. Ja. Was macht eigentlich so ein Camillo, wenn er nicht grillt? Der geht doch auch mal in Barbecue-Restaurants und so, oder? Gibt's denn hier welche? Ja, was ist das Problem? Habe ich mir auch aufgeschrieben. Warum gibt es so verdammte wenig gute Barbecue-Läden? Das liegt einfach daran, dass du mitten in der Stadt hier in Deutschland nicht mal einen Stuhl rechts rumstellen kannst, ohne dafür, dass das Amt das erlaubt. Ja, das will ich ja nicht so sagen. Du kannst ja schon irgendwo smoken und so. Ja, aber klar, dass du nicht in der Stadt wirst du es nicht können. Ja, aber du kannst also ja außerhalb halt smoken, das in der Stadt servieren. Ja, das ist aber nicht wo das gehst Gleiche. Du, jetzt fette Kuma ausklammert, wo gehst du denn sonst so gerne essen? Wenn du jetzt mal sagst, ich will gut Barbecue also allgemein. Die beste Adresse bis jetzt dafür, die ich hier in der Nähe habe, ist das Big Bull. Big Bull in Köln auf der Aachener Straße. Ja. Die haben ein gutes, anständiges Barbecue. Na, also das Brisket ist echt gut. Sonst? Ansonsten deutschlandweit gibt es da irgendwas? Also ich habe ehrlich gesagt scheue ich mich meistens was zu probieren, einfach weil ich weiß, wie es schmecken kann und was ich da manchmal vorgesetzt bekomme. Verdammt, siehst du, ich hätte jetzt von dir gedacht, jetzt kommen so 2-3 Tipps. Nee, also wir werden ja in ganz Deutschland gehört, dass man da vielleicht sagt. Also ja, wenn ihr einen Tipp habt,
Schreib mir den ruhig, wenn ich dann in der Gegend bin, gucke ich mir das an. Also nee, das ist wirklich so, also wenn ihr sagt, ey, das ist geil, das musst du probieren, mach mal, dann werde ich das auch tun, wenn ich dann mal in der Nähe bin. Ja, beim Laden ein gab es jetzt so 2-3 Leute, ja. 2-3 Mal, die da richtig geile Sachen gemacht haben. Ja, also da bin ich mal gespannt. Also da ich mal, Buns und Suns waren gut. Ja, genau, ne? Die waren richtig gut. Also die Rippchen waren geil. Also das war mit so, das waren die besten Rippchen, die ich in Europa so gegessen habe. Barbecue-Style. Ja, und danach war ja hier der Kai mit, wie nennt er sich, Big Hack Barbecue da. Habe ich leider nicht geschafft. Also das war ein mega Erlebnis. Du hast also eine ganze Fressplatte bekommen, Motherload-Teller hieß das, glaube ich, für 20 Euro. Und Barbecue ist ja schon irgendwie dementsprechend eigentlich viel teurer, finde ich so, wenn man essen geht, als wenn du jetzt ein Schnitzel isst. Ne? Ja. Es ist aber auch viel wert. Jeder, der Barbecue mal so versucht ernsthaft zu machen, weiß ja, was für ein Aufwand eine Zeit dahinter steckt. Von daher zahlt man es für gutes Barbecue gerne. Und da war von allen was drauf zum Probieren. Das war einfach mega. Und Big Hack Barbecue macht auch echt pervers geile Soßen. Also die sind ganz weit vorne. Ich hoffe, die machen Laden auf. Also die gibt's auf den Street Food Festivals ab und zu mal. Ne? Also ich habe schon viel über Jungs gehört, aber leider ist noch nicht geschafft, bei dem mal was zu probieren. Aber ich hoffe mal, das wird sich bald ändern. Was natürlich auch geil ist, ist hier die Bacon Bomb, ne? Ja, Bacon Bomb vom Uwe Feller. Ach, das Ding habe ich an den. Ja, das ist jetzt für eine Wienke, ne? Das war die Chance. Ja, scheiße. Ja. Nein. Ja, Bacon Bomb vom Uwe Feller, ein geniales Produkt. Das einfach jeder mag, ne? Ich freue mich auch, obwohl ich keine Ahnung, wie viele hunderte Bacon Bobs da schon über den Rost gejagt habe bei ihm. Ich habe mir auch ein, 2 Mal beim Grillen geholfen. Ey, ich freue mich jedes Mal drauf, so ein Ding zu essen, weil die einfach nur geil sind. Warst du nicht irgendwie auch so ein bisschen mit am Start, das mit dem Smoken ihm zu zeigen oder so? Ja, oder ja, da, also der hat schon fitte Leute, sonst sowas, aber so die ersten 1-2 Mal und so weiter, habe ich halt seinen Leuten so ein bisschen unter die Arme gegriffen, aber das war nur Feintuning, ne? Vielleicht noch so eine Kleinigkeit, immer achte mal darauf, achte mal drauf, aber im groben Ganzen haben die das schon gut gemanagt. Aber weißt du, so, das finde ich ja so sympathisch auch an Uwe Feller mit seinen Speisewagen und so, der sucht sich immer dann die Profis aus den gewissen Gebieten raus und die ihm dann bei der Produktentwicklung helfen. Ich habe ja gehört, der macht jetzt was mit Frozen Yogurt. Und da ist auch die... Ja, der Eiswagen, ne? Ja, ja, mit einer dementsprechenden Person wird das dann auch abgefeiert, glaube ich. Darf man das überhaupt sagen, dass das... Kenn ich die? Ja. Kann man das überhaupt sagen? Kann man das überhaupt sagen, dass er da irgendwie ein Produkt macht? Darf man das ich wusste, dass er einen Eiswagen gekauft hat, das steht im Internet. Ne? Ja, dann ist das quasi kein Geheimnis. Aber das, was er damit macht, wusste ich jetzt nicht. Aber Frozen Joghurt. Wir reden drüber, wenn das Handy aus ist. Hab ich so gehört. Okay. Aber das ist bestimmt eine coole Sache. Aber Thema Barbecue-Restaurants. Der Ralf von Ralf's Barbecue. Macht am 7.5. macht er einen Laden auf. Da stehe ich auch am Grill. Bei der Eröffnung werde ich Ihnen helfen. Reiner Barbecue-Laden. Bis dahin ist die Folge draußen. Also wenn ihr das rechtzeitig hier gehört habt, mega geil. Kommt früh. Ja, es gibt, es ist nicht teuer und irgendwie, es gibt ein Barbecue-Buffet, habe ich also gehört. Also 14,50 € meine ich oder 14,90 €. Und 2 Getränke, all you can eat. Ist natürlich die Plätze sind begrenzt. Ja. Seid früh da. Ja. Ist natürlich ein Kracher. Na, ich würde auch ein bisschen Showgrill machen und so ein paar Kleinigkeiten, die es sonst nicht geben wird. Da muss ich aber noch mit Ralf mal genauer sprechen, was wir da genau machen. Aber da kommt ruhig mal vorbei, trinkt ein Bierchen mit uns. Ja. Schaut euch das rein. Und ich kenne ja Ralf auch schon ein bisschen was. Und die Burger sind phänomenal. Über das Barbecue bei ihnen habe ich auch schon mal berichtet. War auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, für einen Tagesausflug am Samstag, 7.5. lohnt sich auch. Also macht es mal. Wo sieht man dich sonst noch dieses Jahr? Tony Stone Barbecue in Holland. Das ist halt, das ist der offizielle Start der Barbecue-Saison, würde ich das nennen. Über 100 Teams. Riesending. Über Pfingsten. Hört sich echt krank an. Würde ich machen. Allerdings schon am Freitagabend, weil da haben die alle Teams Zeit und es gibt noch genug Bier. das ist um 3 Uhr nachts wird da nochmal so ein 20 Liter angeschlagen oder sonst was. Also die
es eskaliert komplett. Das ist, der ganze Platz ist eine riesengroße Party. Du kannst dich nicht bewegen, weil du so vollgefressen bist, weil an jedem Stand, wo du hingehst, irgendjemand mit irgendwelchen geilen Kleinigkeiten aufwartet. Ja, ne? Geil. Hier so, ah, hier selbst dry-aged das Rind, das ich selber mit der Flasche hochgezogen habe. Und ich habe hier so und so Ente. Ich habe das und das Geflügel. Und guck mal hier, ich habe Hirsch und das und jenes und Burger. Das ist der Hammer. Ne? Also die geben sich, alle wollen so das Beste, so das, so kleine interne Wettbewerb unter sich. Ne? So, ich mach das, du machst das. Ja komm, dann machen wir zusammen was. Und dann jeder hat da so seine Lieblingsschnapssorte, ob selbst gebrannt oder gekauft. Das ist ja viel Spaß an. Auf jeden Fall. Ist, also, du stehst so und denkst, oh, der Whisky ist lecker. Was habe ich denn in der Hand? Ja, ein 30-jährigen Bourbon. Ich sag, was? Ja, dann hast du so einen 30-Euro-Whisky im Pappbecher auf eine Meisterschaft in der Hand. Ja. Also nicht 30, 30 Jahre alten Whisky, so. Ja. Also eine wichtige Adresse für dieses Jahr, ja. Genau, also definitiv. Dann ist noch auf alle Fälle Rupert Barbecue im September. Da bist du auch am Start, ja. Da bin ich auch wieder mit Marco am Start. Unbedingt teilnehmen, beziehungsweise unbedingt vorbeikommen. Ist eine geile Location. Findet am alten Hebewerk statt, auch so über 100 Teams, richtig geil. Das hat was, ne? Auch schon am Freitag antanzen. Sauber, sehr schön. So, wir fragen immer, wenn wir Gäste haben, die Leute nach einem Rezept. Und das kann gerne in deinem Blog stehen und du empfiehlst uns das und musst nur begründen, wieso. Warum? Einfach mal Rinderrippchen. Also ich habe Beef Ribs gemacht und das Rezept ist bei mir auch im Blog. Ich finde die halt einfach geil, ne? Rippchen, sonst sowas kriegt man doch schon mittlerweile überall und viele machen die schon, aber so Rinderrippchen sind doch schon etwas schwieriger zu bekommen, vor allem in vernünftiger Qualität. Und wer so auf Beef Brisket steht und dann so einmal Rinderrippchen hatte, der weiß ganz genau, ja, es gibt nur eine Steigerung zum Beef Brisket. Also ich finde ja auch, ich finde auch Kalbsrippchen geil, aber Beef Rippchen muss ich auch mal probieren, definitiv. Ja, schickst mir einen Link zu, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Mach ich. Sehr schön. Da haben wir noch eine Frage. Ja. Und zwar, welchen Blogger sollen wir als nächstes einladen? Welchen Blogger als nächstes einladen? Ich wusste, dass was Gemeines kommt. Ja. Es gibt viele richtig coole Leute. Da kannst du auch 2, 3 sagen. Vielleicht sagen ja welche ab oder wollen nicht dein Nachfolger sein. Ja, Marco ist eigentlich kein Blogger, aber jemand, der auf alle Fälle viel zu erzählen hat. Da kannst du ruhig eine Doppelfolge draus machen. Also Marco von Marcos Barbecue. Ja. Der kann ja auch viel über seine Produkte auch erzählen nochmal. Ne? Ja, also ansonsten richtig. Das ist halt immer schwierig, ne? Also es gibt. Ich will ja, jetzt. Hau doch einfach 2, 3 Namen raus, weil. Benachteiligt fühlen sich und nicht erwähnt fühlen sich immer einige. Ja, das ist das Problem. Ich will jetzt keine Ausschüsse. Ja. Also, so als reine Blogger-Connection, weiß ich jetzt nicht, ich würde das Ganze doch ein bisschen erweitern. Thomas Fröhlich von Fleming Pink Barbecue. Okay, den habe ich noch gar nicht auf dem Zeiger. Ist ein Deutscher, der in Schweden lebt und so. Ist ein richtig cooler Typ auch, kann richtig was, kommt richtig gut rum und einfach sympathisch. Ansonsten gute Blogs, richtig gute Blogs. Ich muss jetzt noch gucken, dass ich halt die Kurve zwischen Werbeseite und Blog bekomme. Das wird dann wieder nicht so einfach sein. Ansonsten guck doch einfach mal bei den Barbecue-Values vorbei. Da kannst du mal bestimmt mal 1, 2 Leute finden. Ja, mit Sicherheit. Bei den Barbecue-Values. Kevin kennst du ja. Und ja. Ansonsten einfach mal gucken. Ne? Also, ja, also hier die Connection nach Schweden. Wäre ich sehr dankbar, wenn du mir da auch was geben könntest. Ja, das ist kein Problem. Interessant an. Das ist kein Problem. Da bin ich in Schweden auf einer Meisterschaft, die er organisiert. Smoke in the North. Ich glaube, das ist Teil 4. Ja, oder schaut euch mal an, wie der Camillo in Schweden grillt. Ja. Wieder auch was. Ich werde, glaube ich, nicht grillen. Ich werde einfach nur von einem Team zum anderen bummeln, Bier trinken und meine doofen Kommentare ablassen. Heute warst du, glaube ich, ganz anständig. Ja. Ja. Mal gucken. Ich habe da kein Team, aber ich würde mir ein Team suchen, mit dem ich mitgrillen kann. So ist das nicht. Hast du gerade ein schnelles Entenrezept da? Weil hier läuft gerade eine Ente an uns vorbei. Unfassbar. Entenbrust auf der Salzplanke. Genau.
So, liebe Zuhörer, danke, dass ihr es mit mir ausgehalten habt und auch den Camillo zugehört habt. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast und vorher noch einen Burger bei uns gegessen hast. Der war lecker. Ja, was sollst du denn jetzt anderes sagen? Ne? Wenn ihr Camillo mal sehen wollt live, die Termine kennt ihr, oder einmal die Woche in der fetten Kuh. Es wird immer öfter, habe ich so ein Gefühl. Nicht weniger. Ja, also wenn ich nicht grille, will ich was Vernünftiges essen. Da ich ja öfter halt quasi zum Einkaufen auf die andere Rheinseite muss, bietet es sich ja meistens auch an. Wo kaufst du da ein? Im Estilo, also Estilo Argentino bei Max. Ist seit Jahren so meine Hauptfleischhändler. Da bekomme ich immer alles, was ich brauche. Und so geil. Ich wundere wirklich keinen Kilometer von entfernt. Bin so oft dran vorbei. Hab das nicht gescheckt, dass da so ein Laden ist. Und bevor man in die Metro, Handelshof oder irgendein Großhändler fährt, einfach mal da vorbeischauen, wenn man in der Nähe von Köln wohnt. Mega geile Auswahl. Du kriegst eine mega geile Grillkohle. Ne? Ja, und vor allem Preis-Leistung ist sensationell. Genau. Das, nee, ist, das ist, halt ist nicht so ein Yuppie-Laden, wo du dein Filet vom Hand gestreichelt. Genau, hier der Filet-Shop oder so. Ne? Nee, das ist einfach, mit den, das ist einfach sehr, sehr gute Qualität zu einem Preis, den du auf alle Fälle für diese Qualität bezahlen kannst, aber jetzt nicht astronomisch hoch ist. Und die Leute, die halt im Laden arbeiten, die haben Ahnung, die können dich beraten, die haben die Rezepte zur Hand, die du brauchst. Und ja, die Chorizo ist auch zu empfehlen. Beste Bratwurst, Bratwurst, die es hier so gibt. Sagst du, hast du nicht meine gegessen? Nein. Ja, dazu musst du einen Laden mit Wurst aufmachen. Mit Wurst? Gute Idee. Ne, ich arbeite dran. Das ist gut. Ich sag dann Bescheid, wenn der mal da sein sollte. Alles klar. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, abonniert auf uns auf iTunes, kommentiert gerne auch einen Blog. Was können wir denn noch machen? Bewerten ist immer gut. Ne? Facebook ist immer eine coole Sache. Besucht auch mal Camillos Seite und hinterlasst da einen Kommentar. Und ansonsten machen wir jetzt so weiter. Wir laden mal ein paar Blogger ein. Wir machen die Sendung jetzt nicht mehr so 2-3 Stunden Gelaber lang, sondern wollen ein bisschen kürzer, jünger und dynamischer werden, dass man auch so mal eben schnell mal eine Folge hören kann und nicht sagt, so, ich teile die wieder in 3 Teile auf, schlaf beim zweiten ein und ja, am Ende höre ich ja eh nicht mehr, was da so gesagt wird. Deswegen machen wir das jetzt immer so schön unter einer Stunde. Eine halbe Stunde wäre immer gut, aber wenn man so Leute wie Camillo einlädt, dann schafft man das ja gar nicht unter einer halben Stunde. Das war uns schon vorher klar. Na, nächstes Mal vielleicht dann auch wieder mit Nico. Schöne Grüße nach Nico. Düsseldorf. War doch Düsseldorf. Der kommt aus der Nähe von Düsseldorf. Ich weiß nicht, wo. Ja, egal. Danke fürs Zuhören. Danke für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.